So, da mich das jetzt langsam mit der 05 von Lilliput so ein bisschen nervt, mit der Zugleistung, die die hat, habe ich mir mal einen kleinen Versuchaufbau zusammengebastelt, bestehend aus einer Leiste, da ist ein Stück Gleis draufgeschraubt, hier habe ich mit Kabel, Krokodilskleben Strom zugeführt, hier vom Trafo. Das Wichtigste ist, hier hinten habe ich zum Messen, das ist eine Kofferwaage, habe ich hier befestigt und an der Kofferwaage ist hier mit einem kleiner Draht angebracht, den kann ich hinten in die Kupplung der jeweiligen Lok einhängen. So, und kann jetzt logischerweise Strom aufs Gleis geben, die Lok zieht dann gegen die Kofferwaage und dann kann ich hier am Display ablesen, wie viel oder mit wie viel Kraft die Lok zieht. Und das möchte ich jetzt mal mit mehreren Loks ausprobieren, um mal wirklich einschätzen zu können, wie schlecht ist wirklich die 05 Stromlinie. Ne? Das werde ich jetzt erstmal machen. So, die Lok steht auf dem Gleis, wie man sieht. Den Haken habe ich da in Reingang. Die Kofferwaage steht auf 0. Eingestellt ist sie auf Kilogramm. Und jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas und mal gucken, was da passiert. Also hier bleibt es auf 55 Gramm wieder stehen. Nochmal. Geht auf 55 Gramm, das ist natürlich nichts, ne? Nochmal zurück, nochmal testen. Wieder 55 Gramm. Das ist echt erschreckend wenig, ne? Ja, Versuch. Ja. Also, seht ihr, 55 Gramm zieht das Gerät. Mach ich nochmal den Gewichtsblock da oben drauf. So, jetzt habe ich hier den Gewichtsblock, den ich ja schon mal da oben drauf hatte. Den lege ich jetzt auch noch mal wieder oben hin. Gucken, was jetzt passiert. So, es geht so hoch auf 65 Gramm. So, jetzt habe ich hier nochmal ein zusätzliches Gewicht. Das lege ich auch noch mal mit da oben drauf. So, mal gucken, was jetzt passiert. Da geht es hoch auf 75 Gramm. Ja, das ist alles immer noch sehr bescheiden. Ja, ein bisschen Glück, 85 Gramm. Aber, na, wie gesagt, mit zweimal Gewicht da oben drauf, das waren 25 Gramm. Das ist ein bisschen schwerer, das ist leicht 30. Ja, da haben wir gerade 55, 60 Gramm da oben drauf gelegt, um die Lok auf 85 Gramm Zuggewicht zu bringen. Finde ich, ist ein Witz. So, Kandidat 2 ist jetzt meine andere Lilliput, die 0503. Mal gucken, was die bringt. So, die zieht schon mal 105 Gramm weg, sehen wir hier, ne? Machen wir nochmal kurz. Also die sieht locker 105 Gramm weg, ne? Das ist fast das Doppelte von der roten. Ja, das ist ein Witz, oder? Ja, wie gesagt, ne? Die hat einen Vollmetalltender, mehr Gewicht auf dem Gleis. Zieht die natürlich eine ganze Ecke mehr, ne? Gar keine Frage. Also die 45 von Lilliput. Ja, das sagt schon einiges, ne? Also die sieht 145 Gramm, das ist bis jetzt das Beste. Ja. Bedingt dadurch,
kompletter Metalltender, ne? Das bringt natürlich Gewicht aufs Gleis. Also die 45er von Lilliput ist bis jetzt die beste. Gut, da ist jetzt ein Faulhabermotor drin, ob das was damit zu tun hat. Aber zumindest der Tender, der ist total schwer. Na, das ist die beste Leistung bis jetzt. Als nächstes auf dem Gleis steht eine Ludmilla von Trix. Weil die hatte ja eigentlich relativ gut Power. Mal sehen, was die wegzieht. So, da geht schon hoch auf 130 Gramm. Ja, also Trix 130 Gramm. Noch ein bisschen mehr Power. Gut, gehen wir wieder raus. Anderes Modell. Als nächstes eine 103 von Rocco. Mal gucken, was da passiert. Also, wie wir sehen, 105 Gramm zieht die weg. So, als nächstes habe ich eine 151 von Rocco. Okay. Die gibt es 80 Gramm, da hätte ich gedacht, die zieht ein bisschen mehr weg. Das wundert mich eigentlich. Gut. Ich würde nochmal so eine US-Lok nehmen im Gegenzug oder im Vergleich dazu. Mal gucken, was da so passiert. Also sehen wir, die zieht auch über 100 Gramm weg, ne? So, die zieht 105 Gramm, die US Diesel Lok, und die hat nicht einen einzigen Haftreifen, ne? Das muss man auch bedenken. Gut, das ist jetzt mal dieses Modell. Wie gesagt, 105 Gramm zieht die ohne Haftreifen, ne? Das ist auch nicht schlecht. Ja, was ist das Fazit von der ganzen Angelegenheit? Ganz einfach. So ein altes Modell, Vollmetalltender, bringt wesentlich mehr Gewicht aufs Gleis als ein neueres Modell mit so einem Plastikrahmen. Ich meine, ich habe jetzt die Loks nicht gewogen, könnte ich eigentlich auch nochmal gerade machen. Moment. Ich hatte gerade immer so einen kleinen Gewichtsvergleich. Gut, das ist jetzt natürlich nicht das Tendergewicht alleine, das ist klar, das ist jetzt mit der Lok dazu. So. Das heißt, das Gespann hat ein Gewicht von knapp 600 Gramm. Wie viel da jetzt allein auf den Tender gehen, weiß ich nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, das da oben nochmal auseinanderzuschrauben. Na, aber wie gesagt, 600 Gramm für so eine Lok ist nicht so viel. Jetzt mache ich mal die andere Lok da drauf. So, das ist jetzt die 0503 mit dem Metalltender. Da kommen wir jetzt auf ein Gewicht von, naja, 690 Gramm, ja, das sind schon 90 Gramm Mehrgewicht, fast 100 Gramm mehr. Und ich behaupte einfach mal, dieses Mehrgewicht ist alleine das Tendergewicht, ne? Weil das, wie gesagt, das Ding komplett aus Metall ist. Ja, ganz kurzes Fazit zu dem kleinen Test. Man sieht also, neue Modelle müssen nicht unbedingt die besseren Modelle sein. Zumindest in Bezug auf die Zugkraft der Lokomotive. Ich meine, dieses neue Modell hat jetzt eine komplett andere Konstruktion im Tender, sprich ein ganz anderes Getriebe, einen ganz anderen Motor da drin, was natürlich wesentlich fortschrittlicher ist als die Antriebstechnik in diesem Tender. Das heißt, diese Lok läuft super leise, aber hat eben durch diese Leichtbauweise von dem Gehäuse, ja, ganz bescheidene Zugkraft, ne? So, und das alte Modell hat einen alten Bühlermotor drin, das Getriebe ist nicht das Beste, aber Vollmetalltender, daher wesentlich schwerer, und man sieht, Zugkraft ist halt wesentlich höher als bei diesem neueren Modell, ne? Ja, das Einzige, was mir übrig bleibt, wie gesagt, ich habe mir Trimply besorgt aus dem RC-Modellbau, das sind so kleine Klötzchen, a 5 Gramm. Ja, keine Ahnung, 5 Gramm, das heißt, ich müsste um 100 Gramm Gewicht dazu zu packen, 20 Stück da reinkriegen. Ich denke mal, das kann man wahrscheinlich vergessen.
Keine Ahnung, aber ich werde halt versuchen, den Tender so weit wie möglich mit Gewicht aufzurüsten, um der Lok so halbwegs eine vernünftige Zugkraft zu geben. Ja, und wenn gar nichts geht, kann ich es auch nicht ändern, dann fährt die halt solo oder mit einem Waggon oder was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht so genau, muss ich mir überlegen. Aber wie gesagt, der Zugkrafttest hat gezeigt, na, da ist halt relativ wenig Power in der Lok. Schade eigentlich. Da hat Lilliput sich meiner Meinung nach keinen Gefallen getan. Kann ja sein, dass bei Flachlandbahnern das alles wunderbar funktioniert, ne? Aber ich denke mal, wäre eine, was heißt vernünftiger, aber ich, zu einer Modellbahn gehört meiner Meinung nach auch ein bisschen dazu, dass eine Lok mal einen Berg hochfährt oder einen Berg wieder runterfährt, ne? Denke mal, das gehört irgendwo dazu zu so einer Modellbahnlandschaft. Und naja, wie gesagt, dafür ist die Lok halt nicht geeignet. Das ist wahrscheinlich dann eher was, wie gesagt, für flache Strecken. Am besten auch nur geradeaus. Schnellfahren ist ja eine Schnellfahrlok, ne? Aber bloß keine Steigung. Am besten auch keine kleinen Radien. Ja, weil dann ist halt mit der Zugkraft vorbei, ne? Gut, was soll's. Ist halt so, wie es ist. Kann man nicht ändern. Ich danke euch trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis demnächst. Macht's gut und tschüss.